Ey, ich bin richtig nervös. Ich bin voll am Pad. Luis! Hör doch ein Arschloch zu. Oh, boy. Hey, yo, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind hier somewhere in Interlaken, neben dem Seilpark. Auf einer verlassenen Straße. Und wir machen eine Challenge heute. Wir machen eine Long Jump Challenge mit dem Kunstwerk, wo Luis und Endurobert zusammen gebastelt haben. Sie haben eine Rampe zusammen gebastelt. Wir gehen dann in Zukunft noch ein bisschen bessere Rampe bauen. Nein, die ist schon prime. Die ist schon. Sie haben sie sogar angemalt. Ein Meisterwerk. Mit dieser Rampe, die stellen wir jetzt hier auf dieser Straße auf oder da hinten. Und wir machen eine Long Jump Challenge. Der weiterkommt, der Verlierer, geht baden in der Aare. Oh, ja, aber wie lange? Ja, von mir aus muss er einfach drin sein. Das ist gut. Ja, ja. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem. Das macht nicht noch eine Zeit. Drinnen sein lange. Wenn man selber sich noch etwas beweisen will, darf man auch noch länger drinnen bleiben. Ja, genau. Ich habe die Rampe mit Robert schon getestet. Wir sind Dirtbike, aber mit dem Enduro sind wir noch nie drauf. Beide mit dem Enduro, dass es fair ist. Es regnet. Wir haben 4,5 Grad. Und wir fangen direkt an. Jetzt müssen wir die Rampe da mal positionieren. Auf dieser Straße da. Ja, jetzt ist schon kalte und nasse Hände. Oh. Ja, da lange. Ja, da können wir da schön vom Hügel oben runterkommen. Ja, da können wir, haben wir genug Anlauf. Da steht die Rampe. Da probieren wir so weit wie möglich zu springen. Ich habe übrigens jetzt den Media Mode von GoPro 9 drauf. Mal schauen, wie der Ton so tut. Jetzt wärmen wir uns schnell ein, fahren uns ein bisschen ein und nachher geht es direkt los. Wir haben gerade noch die Reifen gepumpt. Wie viel Luft hast du drin tun? Vorher habe ich 1,8 glaube ich, und hinten 2,2. Okay. Ich habe ein bisschen härter gepumpt. Ich habe noch hinten 2,5 und vorne 2. Bar. Er fährt Flat Pedals und ich bin auf Klicks. Yeah. Wir haben ein bisschen das Problem, dass die Rampe sich ein bisschen bewegt am Boden. Jetzt haben wir da mit Tape markiert, wo sie ist. Aber man fliegt schon brutal weit. Wir haben beide Fänger einen Probesprung gemacht und to the moon. Es sendet die Richtung, also keine Ahnung, wie weit wir gehen. So geil, ich wollte schon lange mal so etwas machen. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal Schere, Stein, Papier, wer anfängt, oder? Also wir machen Schere, Stein, Papier, der gewinnt, darf die Distanz bestimmen und sagen, wer das als erstes fährt. Okay. Vorher habe ich verloren, aber jetzt bin ich umgeschlagen. Okay, okay, okay. Schön. Steinpapier. Nein! Oh, I'm a professional rock, paper, scissor player. Okay, ich setze mal Distanz. 1, 2, 3. 3,5 Schritt. 3,5 Schritt. So fangen wir an. Jetzt mache ich das gerade mal vor, oder? Das ist jetzt seine Technik. Ja, das ist noch nichts, oder? Ich übergebe die Kamera. Was nicht schlecht ist, wer jetzt zuerst geht, kann ich immer nachziehen. Aber es sollte kein Problem sein für Sandro. Ja, locker! Ja, ja, mal ganz langsam anfangen. Der Tramp ist nicht mal gerutscht, perfekt. Luis ist dran. Dropping in. Yeah, gerade mal 1,5 Meter zu weit. Zack. Nice! Guter Anfang war. Ja. Ja, wir sind beide sicher mindestens 1 Meter zu weit. Der GoPro sieht schon sehr weit aus. Geil! Ich hole nachher noch schnell mehr, können wir richtig messen. Okay, du wieder zuerst? Ja, jetzt bin ich rein dran. Sandro kommt. Ich bin schon so gespannt, wie weit das er werden kommt. Wir ziehen so noch gar nicht ab, gell? Yes, los ist dran. So geil. Oh shit, die Rampe hat geknackst. Oh shit, es flext schon auf. Es flext schon ein bisschen. Oh oh. Yes, thanks. Aber schon mal gesendet. Mittlerweile bin ich auch komplett nass, ist nicht lang gegangen. Vielleicht können wir etwas drunter tun. Du hast einen Stein haben. Dann jetzt die Rampe mit so Steinen unterlegt. Oh, schau, da siehst du richtig, wie es eingerissen ist. Einmal drüber fahren. Sollen wir gerade schnell messen, wie weit wir bis jetzt schon gesprungen sind? Da sind wir schon bei 3 Meter. 3 Meter, 4 Meter, 30. Jetzt gehen wir verlängern. Auf 5 Meter. Ja, gehen wir auf 5 Meter. So. Okay. Your turn again. Kannst du mal schauen, ob die Rampe geht oder nicht? Ja. Oh, okay. Der Sprint ist schon real. Oh. Oh. Es hat die Rampe gelüpft hinten. No way! Oh. Es hat sehr hässlich getönt. Mhm. Aber haben es geschafft, oder? Ja, yeah, ja, easy. Legen auf jeden Fall alle schon an, wenn ihr über irgendeine Rampe fahren, die Luis gebaut hat. Kann gefährlich werden. Okay, Luis ist driving in. Wir sind bei 5 Meter Grenze.
Jetzt hat die Rampe nicht mehr so komisch tönt. Sieht gut aus. Jetzt gehen wir auf 6 Meter. Yes! Okay. Das wird langsam spannend, würde ich sagen. Das nächste Mal müssen wir mit Doubles machen. Oder halt Nagelbrett. Nagelbrett wäre auch spannend. Aber dann müssen wir eine bessere Rampe haben. Ja, das andere kommt jetzt biegen. Hey, ich muss mich ein bisschen mehr auf das Filmen konzentrieren. Ich bin so gespannt, ob du es schaffst oder nicht. Dass ich so filme. Oh, habe ich jetzt richtig gefilmt oder nicht? Oder was war jetzt drauf? Es ist echt spannend. Das hätte ich nicht gesehen. Das ist schon noch weit. Es wird ein Sprint-Game vor allem. Okay, Luis ist dropping in. 6-Meter-Grenze. Jetzt weiß ich, was Luis gemeint hat, mit aufs Filmen konzentrieren. Die 6-Meter-Grenze ist geschafft. Wir gehen auf 7 Meter, würde ich gerade sagen, oder? Oh ja. Jetzt können wir noch einen Meter Schritt machen. Tun wir noch mal schnell von Anfang an messen, dass wir da keinen Fehler machen. Also da ist 3 Meter. Yes, genau 6 Meter. Gehen wir auf 7 Meter. Wow, it's getting serious. Langsam eine ganz schöne Weite. Let's go. Ja, vorher war es noch einfach drauf losfahren. Ja, jetzt musst du... Ich gleich noch so ein bisschen... Ja. Ich bin gespannt. Jetzt muss man wirklich schon langsam richtig sprinten vorher. Psycho, du musst richtig sprinten. Also, Sando ist dropping in. Die Mitte! Oh, der Speed! 7 Meter fühlt sich jetzt schon geil an. Ja, jetzt bist du ein bisschen Luft. Jetzt hast du Airtime. Aber jetzt fühlt sich's geil an. Und der Mood ist einfach geil, aber es pisst voll, ey. Unstoppable! Hoffentlich könnt ihr uns unterscheiden da in den gleichen Jacken. Luis ist dropping in, 7 Meter. Er hat es geschafft, und zwar locker einen halben Meter drüber. Oh, sick. Ich würde sagen, jetzt machen wir einen halben Meter Schritt. Jetzt gehen wir auf 7,5 Meter. Okay. Oh nein. Aha. Jetzt müssen wir auch langsam anfangen, Replays zu schauen. Ja, es ist eine rechte Distanz. Oh, der Sprint ist unreal. Ja, ich glaube, das war gut. Also Adrenalin kommt schon ein bisschen. Auf einem normalen Table wäre das nicht so viel. Aber mit so einer kleinen Kackrampe, hack to flat. Was für eine Rampe? Hallo? Würde ich auch sagen, wenn es meine wäre. 7,5 Meter, hack to flat, schon eine Ansage. Fühlt sich geil an, let's go. Alright. Sicher schon 100 Meter Anlauf jetzt. Vollgas am Pedeln. Oh, es staucht in so richtig zusammen in der Landung. Die Rampe ist wieder gehüpft. Ups. Zum Glück merkt man das nicht, wenn man selber drüber fährt. Es sieht fast schlimmer aus, wenn man zuschaut. Oh shit, nein. Oh. Nein. Heißleim. Schön gesnappt. Oh. Ja, das flicken wir. Jetzt können wir jetzt nicht einfach aufhören. Nein. Schauen wir mal. Passt perfekt. 8 Meter. Nochmal 50 verlängern. Das Sketch ist sehr ab. Sollen wir noch die Linse putzen, gell? Ja, schau. Oh, das andere ist so weit für den Anlauf. Er kommt. Yeah, boy! Oh. Wie eine grosse Jumpline. Guck dir das Ganze jetzt aus nach Sandro seinem Sprung. 8 Meter springen, in strengeren Gang schalten, aber es hat nichts mehr gehabt. Wir machen übrigens 2 Versuche bei jedem Sprung. Wenn man es nicht schafft, hat man nochmal eine Chance. Wenn man es dann aber nicht schafft, ist aus. 8 Meter, Luis, wie fühlst du dich? Nervous. Ja. Besser. Send it. Luis ist dropping in, 8 Meter Grenze. Da drinnen könnte man schon meinen Bus parkieren, der ist nämlich nur 7 Meter. Oh. How's it going? It was going fine, but the speed is difficult to take, you know. Wir haben gerade das Replay angeschaut, der war drüber. Jetzt gehen wir auf 8,5 Meter. Alter, never. Never. Ich kann nicht noch schneller kommen. Das ist nur noch Abziehtechnik. Oh, das nächste Stück gesprochen. Ich bin mir gewöhnt, eigentlich Sketchy-Rampen zu fahren. Im Finale haben wir einfach so ein Holzbrett genommen, das am Strand gelegen ist. Mit einem Stein unterlegt, über das Mürli gelegt. Und ich habe über so ein 10 cm Brett so einen Tag-Nau-Hand raus in den das Strand reingezogen. Das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Ah, oh, ich bin nervös. Es ist gut. Ja, Sandro. Ich bin ja gar nicht Fan von so sketchy Sachen, aber ich will auch nicht baden. Sandro kommt voll Gas, kommt sprinten. Alessandro, come on! Yes. Oh, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Ich hoffe, es, ich will nicht nochmal gehen. Es ist recht anstrengend. Jetzt sind es mindestens 200 Meter Intervalltraining. Holy shit. Oh, ja. Ich paddle, was geht. Jetzt heisst es, die Rampe nochmal neu bauen und dann sendet Luis die 8,5 Meter. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Du kannst, Mann, send it. Let's go. Okay, wir haben jetzt auch noch eine Zuschauergruppe dort. Yeah. Luis is dropping in.
Oh mein Gott, ist er schnell. Du bist viel weiter als ich. Oh, yes! Alter, wie schnell bist du gewesen? Oh, mein Herz wird ey! Ich hab den Zuschauern noch ein bisschen geholfen. Holy shit, das war schnell gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Jetzt sind wir dann auf 9 Meter. Hast du drüber gewesen? Ja, ist drüber gewesen. Also, wenn wir gar nicht anschauen, dann ist locker drüber gewesen. Yes! Das sind 8,5 gewesen. Das sind 8,5 gewesen? Boah, jetzt sind wir schon bei 9. Ich habe am Anfang mal noch gedacht, ja, 10 Meter. Wo wir hergehen. Ja. Jetzt sind wir schon bei 9. Also du hast schon mit 10 Metern gerechnet? Ja, aber dort hatte ich noch keine Ahnung, wie sich das so anfühlt. Und ja. Wo wir angefangen haben, oder wo wir dann so bei 7 Meter waren, habe ich gedacht, nein, 10 Meter schaffen wir nicht. Jetzt sind wir bei 9 Meter, 10 Meter schaffen wir nicht. Sag ich jetzt. Ja. Ich habe so gehofft, du machst es nicht. Ey. Ich will nicht nochmal da drüber fahren. Ich will nicht baden. Jetzt sind wir bei 9 Meter. Boah, jetzt muss ich all in or nothing. Sandra ist jetzt gerade am Anlauf holen. Es wird wirklich richtig, richtig weit mittlerweile. Sandra kommt. Er kommt Vollgas, kommt speeden. Oh, ist er schnell. Nein! Er ist so schnell gekommen! Weißt du, was sage ich jetzt? Wir schaffen 10 Meter. Oh nein! Wenn es die Rampe schafft. Das Gefühl hatte ich eben vorhin auch, als ich so gut bin. Oh, jetzt muss ich! Nein! Ich habe gesehen, wie viel Speed das du hast. Naja, es ist wirklich ein Commit und Vertrauen in die Rampe haben. Let's go. Bin ich gespannt. Luis ist auf dem Drop-In. Er gibt alles. Oh shit, ist das schnell. Oh shit! Cool. Nein, aber das war nur etwas beim Takeoff. Ja. Ist einfach schnell das Timing verkackt und zweite Try hast, aber jetzt steigt die Pressure. Aber Alter, ja. Das war schnell. Holy shit. Überlegt euch, wie kurz die Rampe ist. Wie lang ist die Rampe? 80 cm. In diesem Zeitraum muss man abzeugen. Das ist bei diesem Speed einfach krass, wie schnell man da muss reagieren muss, um den Takeoff zu erwischen. Und jetzt sind wir bei 9 Metern. Also es geht wirklich um alles. Jedes kleine bisschen müssen wir jetzt rausholen. Das ist crazy. Einfach so ein holziges Ding in den Wald gestellt und den ganzen Nachmittag da am Spielen ist sick. Zweiter Versuch, Luis. Jetzt wird man noch nervöser. Ja, aber ich bin oft der Meinung, dass man einfach sich auch schön auf den Take-off muss konzentrieren muss, ja. Nicht nur auf Speed. Ja. Mal schauen. Alright. Stand it, boy. You can do it. Hey, Luis ist auf dem Roll-In. Letzter Versuch bei 9 Meter. Er gibt alles. Holy shit, ist der ein Paddler? Er muss nervös sein. Oh! Aber wie weit ist er jetzt geflogen? 12 Meter? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin sketchy geflogen. Aber weißt, eigentlich hoffe ich, dass er es schafft. Aber eigentlich hoffe ich auch, dass er es nicht schafft. Weil ich will einfach nicht noch mehr über die Rampe fahren und so sketchy weit springen. Ich sehe schon, an der Rampe hat es erheblichen Schaden. Ich teste nochmal schnell die Distanz von Grund auf, von Rampen weg, testen, nicht dass wir da irgendwie abweichen. Jetzt sind wir, die nächste Challenge ist 9,5 Meter. Mind blow. Sechs bei dir. Schon ein bisschen mehr wie 9 Meter. Ja. Okay, da haben wir 9,59. Oh, ich mag nicht, es ist so intens. Der Roll-In, der braucht einfach so viel Kraft jedes Mal. Ah, 9,5 Meter, let's go. Hast du ihn gefilmt? Ja. Sandra ist nervös. Fick dich, Luis, Mann. Weißt du? Mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Du schaffst das, Mann. Du schaffst das. Wenn man wirklich voll speedet und sprintet und wirklich Vertrauen in die Rampe, dann geht's. Alessandro, er kommt so schnell. Hat er nicht gemacht. Nein. Ach du Scheiße! Das Speed ist unreal! Unreal! Die schnaufen so krass! So nervös! Boah. Aber er hat sich eigentlich recht gut gedacht. Oh. Yeah. Luis auf dem Weg zu 9,5 Meter. Ja, ehrlich gedacht, du schaffst es nicht. Merci! Da! Let's go! Come on, boys, send it! Ich hoffe, du schaffst es nicht! Oh, Luis ist am Paddeln 9,5 Meter. His try! Oh shit! Oh, ich hatte Angst wie nichts. Jetzt sind wir tatsächlich bei 10 Metern. Wer hätte das gedacht? Mindblow. Crazy. Jetzt ist es so, weil ja Sandro zuerst ist, wenn er sein Rennen hätte, nicht mehr zu schaffen, müsste ich gleich noch machen, um zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich. Oder der andere hat den Arschloch zeigen. Yes, boy. 10 Meter. Getting serious. Oh ja. Schon lange. Pushing the limits. Okay, Sandro kommt. Vollgas kommt zu beiden.
Wie hat sie dich? Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Wir müssen schnell anschauen. Wir haben es gerade im Replay angeschaut, auf die GoPro-App. Hauptsache jedes Mal die Rampe komplett von neuem aufbauen. Mit so ganz kleinen Kieselsteinchen dazwischen, dass einfach nichts Spiel hat. Let's go, hau rein, Mann. 10 Meter. Let's go. Okay, Luis ist dropping in. Ich habe jetzt hier noch das Handy mit 240 Frames. Oh shit. Die Rampe tönt gar nicht gut. Keine Ahnung, ob er es geschafft hat. Nein, ich bin nicht sicher. Das war knapp. Nicht sicher, ob es geschafft hat. Gar nicht sicher. Wir schauen uns gerade schon im Replay. Jo. Ja, es ist verdammt knapp. Ja. Auf der Linie gelandet, das zählt natürlich nicht. Nee. Jetzt eine Rampe nochmal bauen und dann auf zum zweiten Versuch. Übrigens beide mit dem Enduro. Mega Tower. Wie viel Federweg? 160, 160. 29er. Ich bin auf dem Slash 170, 160, auch 29er. Also ziemlich identisch. Okay, ich glaube, das sieht nach einer Gewinnerrampe aus. Okay, Luis ist auf seinem zweiten Versuch bei 10 Metern. Wir haben wieder Zuschauer gekriegt. Er gibt alles auf dem In-Run. Oh shit, ist er schnell. No fucking way! No way! Also, bist du okay? Ja. Was ist mit deinem Sattel passiert? Oh. Nein! Oh. Einfach mal den Sattel gebrochen. Wir müssen es anschauen im Replay. Holy shit! Oh. Es hat zweimal geknallt. Einmal bei Rampe und einmal bei Landung. Ja, oh, wegen shit. Pedal. Ich bin mit dem Fuß drauf gerutscht mit dem Aim. Hat es gefunkt am Boden? Nein! Wir müssen jetzt gerade schnell anschauen. Hey, was? Hast du ein Slow-Mo gemacht? Ja, sicher. Oh, ja, das war crazy. Ah, du! One footer! Ich bin one foot gelandet. Aber ich bin drüber gekommen. Ah, darum. Ja! Yes, crazy. Halben Meter mehr. 10,5 sind wir jetzt. Schiess mich an. Du kleiner Pisser. Okay, Sandra kommt kurz fahren. 10,5 Meter. Alright, er ist so schnell. Zehn und halb Meter. Laufen wir mal hinten an. Wir laufen schnell ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Schritte. Sind 10,5 Meter abgemessen. Es sieht brutal weit aus. Ich gehe gerade los. Hey, full speed on. Yes. Sandra schafft das. Okay, Sandra kommt. Oh, Vollgas, er kommt so schnell. Nein! You gnarly dude. Oh. Ich hoffe so krass, dass ich es geschafft habe. Das ist mein zweiter Versuch bei 10,5 Meter. Ich habe das Gefühl, ich habe es geschafft. Was sagt das Replay? Nach 100. Ja! Okay, big announcement. Der Gewinner vom Long Jump. Part 1. Ich bin so sketchy geflogen vorhin und das wollte ich nicht nochmal erleben. Vor allem ist dein Bike kaputt jetzt. Nein, das gebe ich mir nicht mehr. Damn, dude, aber Props. Oh. Verdammt geil gewesen, verdammt spannend gewesen. Boah. Und selten so nervös gewesen auf so banalem Shit. Ja. Ja. Crazy. Aber hey, was gibt's Geileres als so komplett kalt und durchnässt jetzt noch ein Bad zu nehmen? Nein! Das ist nämlich die Bestrafung für den, der es nicht schafft. Ja. Wir gehen jetzt in die Aare baden. Und das ist aber im zweiten Video, das ihr beim Luis auf seinem Kanal gesehen. Also schaltet um. Geht die Bestrafung anschauen. Das wird sicher auch ganz lustig, weil ich bin absolut nicht einer gegen Icebath now. Es ist so kalt momentan. Mega geil gewesen. Danke fürs Zuschauen. Jetzt umschalten auf Luis' Kanal. Yes, wir sehen uns bei mir. Bis zum nächsten Mal. Peace out.